dieses Bürgerbegehren aussieht, was uns dazu bewogen hat und wie es ablaufen soll, werden Ihnen erläutern Katharina Schulze, Vorsitzende der Grünen München, Helga Stiegelmeier vom Bündnis Aufgemuckt und Dieter Janicek. Katharina Schulze, bitte. Ja, hallo zusammen, schön, dass Sie alle da sind. Wir treffen uns heute, weil wir von den Münchner Grünen Ihnen mitteilen möchten, dass die Münchner Grünen zusammen mit Unterstützung vom Landesvorstand ein Bürgerbegehren gegen die dritte Startbahn beginnen möchten. Und zwar deswegen wird es am 20.10. eine außerordentliche Stadtversammlung der Münchner Grünen geben, die dann eben über das Einleiten des Bürgerbegehrens entscheiden wird. Warum jetzt ein Bürgerbegehren? Das ist ganz klar. Der Planfeststellungsbeschluss mit Sofortvollzug wurde ja im Juli durch die Regierung von Oberbayern positiv beschieden. Und die Flughafen München GmbH hat ja selbst gesagt, sie warten die Entscheidung über die Klage gegen den Sofortvollzug ab, bevor sie mit dem Bau beginnen. Aber sie warten nicht die Klage in der Hauptsache ab. Und die Klage in der Hauptsache ist ja die Klage gegen die dritte Startbahn. Da haben wir Grüne eben gesagt, okay, es ist also möglich, dass bereits im kommenden Jahr Fakten geschaffen werden. Und diesen Fakten schaffen wollen wir mit unserem Bürgerbegehren zuvorkommen. Das Bürgerbegehren wird so aufgebaut sein. Die Landeshauptstadt München ist ja mit 23% an der FMG beteiligt. Und für den Beschluss der FMG, eine dritte Startbahn zu bauen, braucht es einen einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung der FMG. Das heißt, alle Gesellschafter müssen dem Bau zustimmen. Und da ja die Landeshauptstadt München 23% an dieser Gesellschafterversammlung trägt, können wir damit den Bau der dritten Startbahn kippen, wenn wir die Landeshauptstadt München auffordern, mit Nein zu stimmen. Deswegen wird es dieses Bürgerbegehren geben, in dem aufgefordert wird, dass die Landeshauptstadt München alle Möglichkeiten als Gesellschafterin nutzt, um den Bau eben zu verhindern, und dass die Landeshauptstadt München insbesondere in der Gesellschafterversammlung der Flughafen München GmbH keinem Beschluss zum Bau einer dritten Start- und Landebahn zustimmt. Das heißt, wir fordern also mit dem Bürgerbegehren unseren Oberbürgermeister Uhde auf, bei der Gesellschafterversammlung mit Nein zu stimmen. Wir brauchen ca. 27.000 Unterschriften, um das Bürgerbegehren einzureichen. Dann hat der spätestens einen Monat nach Einreichung muss dann der Stadtrat über die Zulässigkeit entscheiden. Und dann wird innerhalb von 3 Monaten an einem Sonntag wird dann die Abstimmung stattfinden werden. Man braucht mindestens 10% der Stimmberechtigten, die dann an diesem in der Abstimmung teilnehmen. Und davon müssen wir sozusagen das Quorum bekommen, damit dann OB Uhde mit Nein bei der Gesellschafterversammlung stimmen muss. Ich gebe jetzt noch einen kurzen Lagebericht vielleicht von der grünen Basis, wie das hier aussieht. Und zwar kann ich nur einfach sagen, wir sind alle hoch motiviert. Denn wie Sie ja wissen, kämpfen die Grünen schon seit Jahren gegen den Bau der dritten Startbahn. Unsere grünen Stadträtinnen und Stadträte setzen sich im Stadtrat dagegen ein. Wir von der Partei gehen auf Demos, machen Veranstaltungen dazu. Und jetzt haben wir beschlossen, okay, wir nehmen jetzt auch noch ein politisches Mittel in die Hand und wir fragen die Bevölkerung über dieses Großprojekt. Denn wir sind der Meinung, dass Großprojekte hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit überprüft werden sollen. Und vor allem nehmen wir Grüne die Bürgerbeteiligung ernst. Wir sagen nicht, wie es die SPD gesagt hat, naja, 2012 schaffen wir Fakten und 2013 machen wir dann eine Bürgerbefragung, wofür es noch gar keine rechtliche Grundlage gibt, sondern wir sagen, nein, Moment, das muss die Bevölkerung davor entscheiden. Sie muss davor sachlich debattieren und muss sich davor darüber Gedanken machen, bevor irgendwie schon die Bagger anrollen und die ersten Meter von der Startbahn gebaut werden. Also kurz zusammengefasst vielleicht noch, wir Münchner Grüne sind bereit, wir sind wirklich motiviert und wir sind auch überzeugt, dass die Bevölkerung aus den vielfältigen Gründen gegen die dritte Startbahn die richtige Schlüsse ziehen wird und gehen jetzt also mit voller Kraft und voller Begeisterung in die Sammeln von Unterschriften. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Helga Stiegelmeier, Aktionsbündnis Aufgemuckt. Das Aktionsbündnis Aufgemuckt, wissen Sie vielleicht, ist der Zusammenschluss von mittlerweile über 73 Bürgerinitiativen aus über 10 Landkreisen. Wir von Aufgemuckt sagen schon immer ganz klar, München braucht keine dritte Startbahn. Die Münchner Bevölkerung, die Münchner Bürgerinnen und Bürger brauchen keine dritte Startbahn. Die Münchner Geschäftsleute brauchen keine dritte Startbahn. Von daher freuen wir uns vom Aktionsbündnis Aufgemuckt über diese offensive Unterstützung, die wir jetzt aus der Landeshauptstadt München erhalten. Ich kann dazu sagen, wir sind ja im Moment dabei,
für die Demo am 29. Oktober in München zu mobilisieren. Und da haben wir festgestellt, dass wir in den letzten Wochen zunehmend Unterstützung aus dem Münchner Raum erfahren, aus dem bayerischen Raum erfahren. Wir haben neue Mitglieder bei Aufgemuckt aus München erhalten. Und das gibt uns die Hoffnung, dass dieses Bürgerbegehren tatsächlich hier auch gewonnen werden kann. Die Münchner selber wissen sehr gut, was die Belastung durch einen Flughafen bedeutet. Sie wissen, München-Riem wurde unter anderem auch deswegen geschlossen, weil es nicht mehr verantwortbar war, die Belastung der Bevölkerung dort in Trudering in Riem, aber auch die Gefährdung durch Landungen und Starts über Stadtgebiet. Damals wurde eigentlich ja auch gesagt, es darf keine Landungen und Starts mehr über Stadtgebiet geben. Fakt ist nun dies, dass mit einer dritten Startbahn vermehrt über Freising an- und abgeflogen werden wird. Der Bedarf für eine dritte Startbahn ist nicht gegeben. Wir können den Münchnerinnen und Münchnern garantieren, dass sie in ihren Urlaub fliegen können. Wir können garantieren, dass die Geschäftsleute ihre Geschäftstermine einhalten können. Fakt ist, dass die Flugbewegungen im Moment am Münchner Flughafen auf dem Stand von 2006 sind. Das heißt, die sind hinter den Prognosen, liegen sie meilenweit zurück. Es ist definitiv kein Bedarf für eine dritte Startbahn gegeben. Ein weiterer Punkt, der gegen die dritte Startbahn spricht und damit auch für die Münchnerinnen und Münchner relevant ist, ist die Finanzierungsfrage. Die Regierung von Oberbayern hat eigentlich während der Verhandlungen darauf bestanden, dass die FMG einen Finanzierungsplan vorlegen muss. Dieser Finanzierungsplan liegt bis heute nicht vor. Die FMG behauptet nun einfach mal, das könnten sie aus ihrer Hosentasche bezahlen. Wir fragen schon nach, wie denn das sein kann. Aktuell ist der Schuldenstand der FMG 2,7 Milliarden. Davon allein bei der öffentlichen Hand 492 Millionen. Die FMG schuldet der Stadt München 113 Millionen Euro. Wie mit diesem Schuldenhintergrund eine dritte Startbahn, die im Moment bei 1,2 Milliarden, also auch in der letzten Woche jetzt eine Steigerung von 0,2 Milliarden bezahlt werden soll, ist uns mehr als zweifelhaft. Dazu muss man vielleicht auch noch wissen, dass der öffentlichen Hand in den letzten Jahren 2 Milliarden Einnahmen an Zinsrückzahlungen verloren gegangen sind, weil die FMG bis jetzt keine Zinsen zurückzahlen musste. Auch das ist eine versteckte Subventionierung. Und darüber hinaus wird durch eine dritte Startbahn auch München zunehmend durch Lärm und Abgase belästigt werden. Es fehlt das Geld in München. Daher nochmal ganz klar unsere Aussage, die dritte Startbahn ist nicht nur unnötig für München, sondern die dritte Startbahn ist auch für München von Schaden. Danke. Vielen Dank. Für den Landesvorstand. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Der Landesvorstand der Bayerischen Grünen wie auch der Landesparteirat der Bayerischen Grünen hat einstimmig dieses Vorgehen der Münchner Grünen begrüßt. Und nicht nur begrüßt, wir werden uns massiv in diese Auseinandersetzung einbringen, denn es ist uns ein Herzensanliegen, dass hier eine Grundsatzfrage von den Bürgerinnen und Bürgern entschieden wird. Und das war immer unser Anliegen, mehr Bürgerbeteiligung auch zu schaffen. Die Grundsatzfrage lautet auch für die Landeshauptstadt, soll München als oftmals selbsternannte Grüne Hauptstadt im Kampf gegen den Klimawandel und für eine nachhaltige Entwicklung weiterhin eine führende Rolle einnehmen? Oder wollen wir mit dem Bau der dritten Startbahn ein Projekt auf den Weg bringen, das für Wachstumswahn und Klimazerstörung steht? Das ist, glaube ich, wirklich auch eine Grundsatz- und Zukunftsfrage, die wir uns stellen müssen und die sich auch die Münchnerinnen und Münchner stellen müssen. Es gab ja in den vergangenen Wochen vielerlei Diskussionen und auch Vorschläge aus anderen Parteien, wie man möglicherweise die Bürgerinnen und Bürger beteiligen kann bei diesem Verfahren. Wir waren nicht ganz zufrieden mit den Vorschlägen, die bisher gekommen sind, weil wir der Meinung sind, es ist wenig redlich zu sagen, wir hoffen darauf als regierende Parteien und vielleicht auch als Teile der SPD, dass wir Entscheidungen 2012 im gerichtlichen Verfahren bereits festlegen, dann bereits die Bagger halb anrollen lassen und dann die Bürger fragen, ob das vielleicht auch recht ist. Das halten wir nicht für ein Vorgehen, das wirklich ein redliches ist. Deswegen glauben wir, es macht Sinn, jetzt in die Offensive zu gehen, jetzt hier für München eine Entscheidung herbeizuführen. Ich darf aber auch erwähnen, dass im Raum Freising ein solches Bürgerbegehren überhaupt keinen Anlass mehr bietet, weil dort die Region dermaßen mobilisiert ist gegen die
die dritte Startbahn, dass hier feststeht, wie die Meinung ist. Und wir wollen jetzt in München das zur Debatte stellen und mit Sachargumenten überzeugen. Wir glauben, wer in der öffentlichen Debatte für Klimaschutzpolitik eintritt, glaubwürdig in Bayern, der kann nicht gleichzeitig für eine Ausweitung des Flugverkehrs sein. Vielmehr ist eine Begrenzung desselben notwendig. Wenn wir nach Großbritannien schauen, dann sehen wir, dass das dort passiert. Die Regierung hat dort entschieden, sämtliche Landebahnprojekte, die geplant waren, von der Vorgängerregierung zu stoppen. Und die Begründung ist im Wesentlichen der Klimaschutz, die Umweltverträglichkeit und auch der natürlich finanzielle Aufwand, der betrieben wird für ein künstlich generiertes Wachstum im Flugsektor. Hinzu kommt, und das geht in der öffentlichen Debatte zum Teil noch unter, dass kein anderer Verkehrsträger so stark vom steigenden Ölpreis betroffen ist wie der Flugverkehr. Es ist wirklich naiv zu glauben, dass wir in 10 oder 20 Jahren noch so uneingeschränkt und vergleichsweise preiswert werden fliegen können. Und deswegen muss man auch die Verkehrsprognosen grundsätzlich überdenken und anpassen. Ein Barrelpreis von $60, wie er in der letzten Studie noch war vom Flughafen, ist schlichtweg jetzt schon überholt. Und im Jahr 2020 werden wir auch keine $120 mehr haben. Wer sich ein bisschen mit den wissenschaftlichen Daten auseinandersetzt in Richtung Peak Oil, der wird da schnell zu einem ähnlichen Schluss kommen. Wir werden also in den kommenden Wochen und Monaten auf die Kraft der Argumente setzen. Der Flugverkehr als solches, das will ich auch noch mal betonen, wird auch in Zukunft seine Berechtigung haben. Es geht hier nicht um ein Volksbegehren gegen das Fliegen an sich, es geht um ein Volksbegehren, um ein Bürgerbegehren, um korrekt zu sein, um ein Bürgerbegehren, das ausdrückt, wir müssen jetzt wirklich Schluss machen mit einem weiteren Wachstum in diesem Bereich, wenn wir verantwortlich handeln wollen, nachhaltig im Sinne der Umwelt, nachhaltig im Sinne natürlich auch der Finanzen, weil bei 43% durchschnittlicher Kostensteigerung bei Großprojekten wissen wir, dass diese 1,2 Milliarden Euro nur der Anfang sein werden. Die Verfahren sind wir gewohnt bei vielerlei Großprojekten. Wir glauben, wir kommen aus mit diesen zwei Startbahnen. Wir können das auch belegen. Wir haben im Jahr 2011 auch voraussichtlich nicht mal den Stand von 2006 bei den Flugbewegungen. Also es ist vieles da, was manchen dienen soll, die jetzt hier vorangehen wollen. Aber die breite Masse, die Bevölkerung wird davon keinen Nutzen haben. Und deswegen glauben wir, die Münchnerinnen und Münchner sollen jetzt die Gelegenheit haben zu entscheiden, welche Zukunft sie für ihren Stadt und ihren Lebensraum wünschen. Und sie sollen dabei auch berücksichtigen, dass nicht eine Region in Anspruch für sich nehmen kann, auf Kosten der anderen zu leben. Dankeschön.